Hallo zusammen hier auf unserem Kanal. Heute ein neues Video und dieses Mal dreht es sich hier um den Kollegen. Und nein, wir tauschen ihn nicht gegen eine Trockentrenntoilette aus, sondern ich war ja, wer das letzte Video gesehen hat, beim Oliver Quakernack in Versmold im Nugget Store. Und hierfür gibt es jetzt eine neue Toilettenabdeckung. Ja, die Banktoilette, das ist ja so ein Thema für sich. Da gibt es ja auch verschiedene Meinungen dazu. Wir persönlich kommen damit super zurecht. Und wir haben uns entschieden, dass wir hier in diesem Nugget keine andere Toilette einbauen werden, weil das für uns soweit reicht. Aber bisher war es halt immer ein Problem, dass die Toilette so prominent hier zu sehen ist, wenn man die Heckklappe öffnet. Und das ist zum Beispiel beim Einkaufen im Baumarkt oder wo auch immer man mal irgendwo auf einem Parkplatz die Heckklappe öffnet. Da muss man nicht immer direkt aufs Klo schauen. Und was uns noch gefehlt hat, dass man hier sich nicht einfach so draufsetzen kann, weil dieser WC-Deckel, gut, das kriege ich mit der Hand jetzt gar nicht so richtig gedrückt, aber der ist halt doch ein bisschen elastisch und man hat immer so ein bisschen Sorge, wenn man sich da mal draufsetzt mit seinem vollen Gewicht, dass es dann irgendwann durchbricht. Und dafür gibt es ja, wie gesagt, viele verschiedene Abdeckungen, aber uns hat total begeistert eben die vom Nugget Store und diese möchte ich heute montieren. Es ist jetzt kein neues Video in der Art und Weise, weil Oliver Quakernack gibt für seine Toilettenabdeckung extra einen Zettel mit, wo ein QR-Code draufsteht und das Ganze verweist auf ein Video, wo er selbst diese Toilette auch einbaut. Also das heißt, es ist eine Art Montageanleitung und zwar auch sogar sehr detailliert. Ich will das nicht reproduzieren und das zweite oder dritte Video dazu machen, sondern ich will einfach zeigen, dass es wirklich so einfach geht, weil man könnte dem Oliver jetzt nachsagen, der hat das jetzt schon 25 Mal in verschiedenen Nuggets verbaut. Natürlich geht das so einfach und schnell. Und ich, der das noch nie gemacht hat, wo hier noch alles jungfräulich ist, mache das jetzt genauso nach seiner Anleitung, die ich mir natürlich vorher angeschaut habe und mache das mal ganz genauso, wie er es auch gemacht hat. Und dann könnt ihr am Ende entscheiden, ob das genau das Richtige für euch ist. Doch jetzt zunächst mal das Intro. Ich hole jetzt mal die Sachen her, die habe ich nämlich alle da vorne schon aufgebaut. Dann zeige ich euch mal, um was es geht, was das für Teile sind und dann legen wir mal los. So, alles was wir brauchen, liegt jetzt quasi hier. Also einmal dort ist beigelegt immer der Zettel mit den QR-Codes zu der Montageanleitung. Hier gibt es nochmal eine kleine Ergänzung zum Nachmessen. Dann haben wir dabei eine Bohrschablone. Da zeige ich euch auch gleich, wie das funktioniert. Wir haben einmal dieses Teil, das wird dort oben montiert, um die Platte hinterher magnetisch festzuhalten. Das ist der Ersatz für dieses Kunststoffteil hier vorne. Und am Ende natürlich das Wichtigste, die Abdeckung selbst, die ja hier oben drauf liegt, damit man sich auch draufsetzen kann. Und das montieren wir jetzt mal. So, zuallererst nehmen wir jetzt mal hier das Ding weg, das brauchen wir nicht mehr. Und wir nehmen die Leiter raus. Sorry, dass ich euch jetzt mal den Hintern hier entgegenstrecke. Aber wir versuchen das mal geschickt zu machen. Okay, dann nehmen wir die Bohrschablone. Setzen die hier an. Und hier gibt es Bohrschablone positioniert zwischen den oberen und unteren Leiteraufnahmen. Und hier haben wir die Lochposition oben. Das sind diese beiden Löcher. Das heißt, die Bohrschablone kommt genau hier an die Dinger dran. Da kommt sie genau dran. Und jetzt haben wir noch, wir müssen noch ein Referenzmaß nehmen. Ich muss mir das mal ganz kurz an die Seite stellen. Denn damit man sicher geht, dass das auch alles richtig ist und dass diese Halter hier genauso montiert sind, wie sie normalerweise montiert sein sollen, gibt es hier ein Referenzmaß. Dafür muss ich nur einmal diesen Teppich hier kurz wegnehmen, weil das muss ohne Teppich gemessen werden. Und jetzt halten wir uns das dagegen. Warte, noch einen weiter ausklappen. Und jetzt können wir hier messen. Einmal
Das obere Bohrloch muss 150 mm sein. Nee, 1150 mm, so. Also 1,15 Meter und das passt genau. Und die untere Bohrlochgeschichte muss sein 510, also 51 cm. Und das ist auch auf den Zentimeter genau. Oder besser gesagt, auf den Millimeter genau muss es ja sein, ne? Gut, jetzt nehmen wir uns die Bohrschablone erstmal wieder hier oben rein und montieren oder machen hier die ersten beiden Löcher. Da haben wir sie. Da müssen wir jetzt zwei Löcher bohren. Dann nehmen wir die unteren Löcher. Und hier ist es jetzt am einfachsten, man zieht sich den Nupsi ab und macht auch die Klobrille ab. Dann kommt man da nämlich besser dran. Und jetzt für unten ist es einmal dieses Loch und einmal dieses Loch. Es empfiehlt sich noch, und das hat Oliver auch in einem zweiten Video, das ist der zweite Link hier zu dem Video, nochmal genau die Position nachzumessen von der Wand zu diesen Löchern, damit das genau passt mit dem Abstand zu den vorgebohrten in der Halterung hier vorne. Das habe ich eben schon kontrolliert, das passt bei mir hundertprozentig. Deswegen können wir hier so direkt mit der Schablone zu Gange gehen. Also die beiden unteren Löcher sind markiert. Die beiden oberen Löcher habe ich da oben markiert. Und da kann es jetzt schon losgehen. Tun wir das auch mal zur Seite. Und jetzt sollte man, damit man hier nicht ins Rollo bohrt, dieses Rollo einmal aushängen. Und das ging auch ganz einfach irgendwie. Ah, so geht es. Nach unten drücken und dann wegstellen. So, zur Seite, weil hier kommen wir nämlich da durch, hinter dem Rollo. Ja, und jetzt wird es schon ernst. Wichtig ist, Holzbohrer 6 mm. Alle Holzbohrer haben immer hier vorne die Spitze. Damit kann man nämlich punktgenau treffen. Und wir fangen jetzt mal mit diesem Loch hier vorne an. Da geht es jetzt als erstes rein. Genau, so ist schön, schön gerade. Und dann, genau, und einmal durch. Jawohl, ist auch sauber. Das gleiche jetzt hier vorne. Und hier muss man jetzt gucken. Man kann nämlich dadurch, dass hier die Toilette sitzt, man könnte sie ausbauen, muss man aber nicht. Wir probieren jetzt relativ gerade zu bohren. Wichtig ist, dass ihr darauf achtet, dass das Bohrfutter nicht hier irgendwo drauf kommt und Kratzer macht. Genau, ganz vorsichtig. Die gleichen Löcher kommen jetzt hier oben. Das könnt ihr da, glaube ich, auch noch sehen. Da gucken wir jetzt, dass wir da auch treffen. Jawohl. Und so, Löcher sind gebohrt. Jetzt brauchen wir das erste Teil und das ist dieses. Jetzt müssen wir nur gucken, wie rum es daran gehört. So passt es nicht, also muss es so da dran. Dann brauchen wir eine Schraube mit Unterlegscheibe. Das kommt von hier hinten dadurch. Fangen wir mit dem hier an. Na, komm schon. Gut gebohrt ist, wenn die Schraube satt drin sitzt. Warte mal, dann muss ich doch den Imbusschlüssel schon mal mitnehmen hier und das damit gleich sauber hier dran bohren. Also reinschrauben. Muss ich das schon mal vorbereiten hier. So. Jetzt geht's aber. Also, da dran. Und jetzt da rein. Und damit wir jetzt das andere Loch auch treffen, mache ich es noch nicht komplett fest.
sondern mach erstmal die nächste Schraube hier hinten rein. Die habe ich auch gut gebohrt, also muss ich die auch erstmal vorher ein bisschen von Hand reindrehen hier. Hätte mir auch gleich einen Inbusaufsatz für den Akkuschrauber mitnehmen können. Habe ich aber nicht. Also habe ich nicht mitgenommen. So. Jetzt sitzt es. So, da, wie gesagt, das sind, wäre ein Akkuschrauber jetzt nicht schlecht. Oder zumindest mein richtiger Imbusschlüssel. Wie das immer so ist, man hat gutes Werkzeug und lässt es meistens dann weg. So, das erste Teil sitzt und wie man sieht, das ist farblich komplett identisch zu dem schon hier vorhandenen Mobiliar. Unseres hat schon so ein paar... Ach nee, das ist nur Dreck. Also Macken haben wir noch nicht. Hier zumindest nicht. Das sieht gut aus. So, jetzt wird es ein bisschen tricky, weil wir müssen nämlich... Warte mal, dass ich nicht da und nicht auf dem Zettel rumstehe. Bereiten wir uns mal die Schrauben schon mal vor. Okay, jetzt wird es spannend. Weil jetzt müssen wir das Ganze hier nehmen. Und das muss dann so dahin. Aber natürlich in einem vernünftigen Abstand. So, fangen wir mit dem an hier. Habe ich am besten. Ein bisschen weiter raus. Ja, da ist die fertige Toilettenabdeckung. Die Montage ging ja doch recht schnell. Ich habe ein paar Sachen vorgespult, weil ich euch da, während ich mir da mit dem Schrauben einen abgebrochen habe, bevor ich mir nämlich aus dem Keller meinen richtigen Imbusschlüssel geholt habe, übrigens ein Imbus 5 mm braucht ihr für die Schrauben, legt euch da was Richtiges zurecht, weil man kann das sonst nicht vernünftig reindrehen. Die Abdeckung ist super. Wir können jetzt hier drauf sitzen. Wir haben es ein bisschen versteckt. Das Dekor ist genauso wie unsere restlichen Möbel. Das ist auch mega gut. Ihr bekommt es im Nugget Store übrigens auch, wenn ihr zum Beispiel in einen Limited fahrt, also einen Nugget der Limited Ausstattung. Die haben ja dann dieses schöne dunkle Holzdekor. Das gibt es ebenfalls. Also schaut einfach mal dort im Nugget Store von Ford Auto aus Hagemeyer vorbei. Ich mache ruhig mal gerne ein bisschen Werbung für die, weil die nämlich echt tolles Sortiment haben. Übrigens, das letzte Video, was ich gemacht habe, verlinke ich euch hier oben auch nochmal. Da habe ich mir den kompletten Shop von denen angeschaut und wie die so arbeiten. Schaut da doch auch gerne mal rein. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch lasst für das Video und diesen Kanal abonniert, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ansonsten sage ich Tschüss hier aus Pfronten im Regen. Bis bald.